So, dieses wunderschöne Vollkornbrötchen habe ich heute selbst gemacht. Mit Unterbrechung, sage ich mal, insgesamt 20 Minuten. Und ja, soll ich mal über den Preis sprechen? Also, das ist alles Bio. Ich mache mal die Schale auf. Da sind auch Nüsse drin. Die sind gerieben, Parmesankäse. Ganz kleine Flocke Butter, die ist schon eingeschmolzen. Das ist Schwarzwälder Schinken. Das ist der normale Schinken, in Anführungsstrichen. Ja, nicht zu viel vom Fleisch für mich. Ich zeige nochmal die Unterseite, die Hauptseite. Also, ich mache nochmal einen Klopftest. Na, jetzt geht es nicht mehr, aber es war wie Brot. Wunderschön. Auch hier ist geschmolzen. Noch nicht ganz. Ja, also, wenn ich das alles zusammenrechne, ungelogen, noch nicht einmal 50 Cent der Gesamtwert mit Butterflocke, mit Schinken, mit Brötchen. Inklusive Energiekosten. Und wo habe ich das Brötchen gemacht? Einen Moment bitte. Ich habe das Brötchen hier in der Bratpfanne gemacht. Ja, die Keramik ist auch leicht zu erklären. Brötchen gehen nur dann richtig auf, wenn sie Wasser bekommen. Und das habe ich dazu gestellt. Ja, insgesamt 12 bis 15 Minuten. Und das Ergebnis sieht so aus. Ja. Im Mehl 405 ist nichts drin. Im Vollkorn ist alles drin. Also das ist keine Typenbezeichnung mehr. Das Vollkorndünkel. Und jetzt festhalten. Natursauerteig. Ja, und das soll ich sagen, das Brötchen schmeckt echt lecker. Es sind auch ein paar Nüsse noch mit drin. Bestes Frühstück, auch für unsere Kinder. Auch wenn Eltern nicht so viel Geld haben. Aber das wundert mich. Beim Bäcker 3 Euro bezahlen und ein weißes Brötchen essen. Ganz ehrlich, Diabetes mellitus, Schlaganfall, Herzinfarkt, Arteriosklerose, Arthrose. Ja, alles kommt durch diese Lebensmittel, wenn man davon zu viel isst und wenn man so ein, ja, so ein Mehl nimmt, da ist kein Keim mehr drin, kein Ballaststoff und sowas, keine Kleie, keine. Naja, was tun wir uns an und was tun wir unseren Kindern an? Wahnsinn. Naja, ich will es nicht besser wissen. Mit vollem Mund spricht man nicht. Ich habe jetzt Hunger. Tschüss.